Heute habe ich ein SBB, was es so noch nie gab auf YouTube. Da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Und zwar ein Mystery Pack SBB. Heute haben wir ein Mystery Pack SBB und zwar hat mir der liebe Lech Leon ein Mystery Trikot zukommen lassen. Dachte ich mir, mache ich mal direkt damit ein SBB. Hier drin ist ein zufälliges Fußballtrikot. Richtig geil, die Seite auf jeden Fall. Checkt die gerne ab, Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee vom Lech Leon und ich habe Bock, dieses Trikot zu öffnen. Wir werden das gleich öffnen zusammen hier im Video und dann werden wir daraus, mein Aufnahmepartner und ich, ein Team bauen. Und zwar um einen Starspieler, der halt auf diesem Trikot ist. Und zwar wird hier gleich ein Trikot rauskommen. Sagen wir mal, wir ziehen das Arsenal-Trikot. Dann haben wir zum Beispiel Henry im Verein. Der hat bei Arsenal gespielt, eine absolute Arsenal-Legende. Dann werden wir ein Team um Thierry Henry bauen. Mit dem Arsenal-Trikot natürlich an. Das werde ich dann anziehen. Aber je nachdem, vielleicht ist hier auch gar kein Arsenal-Trikot, sondern ein Fenerbahce-Trikot drin. Das wäre natürlich nochmal ein viel geilerer Pull. Lasst einen Daumen nach oben da. Sehr, sehr geile Idee. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, hier gehen rein ins Mystery Pack SBB. Das Space Pack. Es gibt auch andere Packs, Icon Packs etc. Ne, auf der Seite hier mysterypacks.de. Heißen die auf jeden Fall auf Instagram, auf TikTok. Checkt die auf jeden Fall gerne ab. Wir gehen jetzt rein. Ey, ich bin so gespannt. Bitte, Bro. Scam mich nicht. Da muss jetzt was Gutes drin sein. Ich bin so gespannt. Was ist das? Was ist das? Fancy. Oha. Wie geil! FC Chelsea, Brudi! Das ist Hammer, Bro! Boah! Ich würde sagen, das ziehen wir uns direkt an. Hä? Ich habe noch was gefunden. Was ist das? Ein TCG-Pack. Was? Oh! Okay. Das ist geil. Ich fühl. Steven Gerrard. Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist aber einfach so eine folierte Karte. Fühle ich. Richtig geil. Dankeschön, Bro. Boom, Leute. Und jetzt habe ich das Trikot auch schon direkt an. Das ist so geil. Das soll wohl das Auswärtstrikot 22 gewesen sein. Ist natürlich auch original. Und ich finde, das sieht so geil aus. Von vorne mit dieser 3 hier drauf. Ich habe keine Ahnung, was diese 3 hier zu bedeuten hat. Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Und so von hinten. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Richtig sexy Trikot. Ich schwöre. Wir gehen rein, wir überlegen uns Starspieler vom FC Chelsea. Oder wir machen es vielleicht so, dass mein Aufnahmepartner Steven Gerrard bekommt. Und wir machen daraus ein kleines Chelsea-Liverpool-Battle. Ich glaube, das machen wir so. Wir gehen rein. Diese Buchstaben ergeben ein Wort. Schreibt dieses Wort in die Kommentare, um die Chance auf eine PSN- oder Xbox-Karte zu haben. Abonniert den Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Das sind die Teilnahmebedingungen. Dankeschön. Und auf Instagram folgen. Jenk_JR. Link in der Beschreibung. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins, dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch, erster Link in der Beschreibung. Ich habe mich für Didier Drogba entschieden. Und ich hoffe, er drückt meinem Aufnahmepartner Fabio ein paar Tore. Ja, was geht, Freunde? Ich bin heute auch wieder mit dabei. Das geht doch nicht. Und ich habe mir den guten Ramirez UEFA Hero für ganze 1,02 Millionen Coins gekauft. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und ich halte für Fabio die ersten Karten rein. Übrigens, ich habe mein LED angepasst zu meinem Trikot. Das ist cool. So. Interessant. Ich halte rein. Nee, du wirst bei mir, denke ich, keinen haben. Ich bin nämlich direkt in eine andere Liga gegangen. Neuere Karten. Einmal mit dem guten, die habe ich mir beide gerade gekauft, beziehungsweise den einen muss ich, glaube ich, noch kaufen. Musa Sissoko Feierkarte, den habe ich jetzt gerade als Light drin, den kaufe ich jetzt gleich noch. Und nebendran steht Claude Maurice Winter Wildcard. Gut. Geht da mal komplett unauffällig. Ich dachte so, du kannst halt viel machen mit einer Hero natürlich. Ich kann auch viel machen mit einer Icon. Aber ich dachte, du gehst vielleicht so ein bisschen auf die Nostalgie. Makelele, haben wir eben noch drüber gesprochen, hat auch bei Chelsea gespielt. Und eventuell Brasilien-Link zu Ramirez Fabinho. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Dort sind gute Tipps, aber dafür habe ich sehr, sehr coole und gute Tipps dabei. Die halte ich mal rein. Du schreibst auf dem rechten Flügel immer dasselbe auf, ne? Ich bin heute trotzdem den Move gegangen. Ich hoffe, ich darf ihn heute spielen. Du hast ihn wirklich die letzten 10 SBBs, glaube ich, aufgeschrieben. Mohamed Salah, BOTM, rechts. Hoffe ich mal, dass du ihn nicht hast. Und links dein Partner. Wie heißt er? Gakpo, die Eisbär. Ah, ärgerlich. Nee, ich bin heute mal ein bisschen anders gegangen, tatsächlich. Ich bin nämlich links mit einem Chelsea-Mann gegangen, dem guten Sterling. Der hat ja so eine neue, coole SBC bekommen. Und rechts einen, den du gegen mich, glaube ich, im Coins-SBB gespielt hast, Gabriel Martinelli. Boah, ja, ja, kann sein. Martinelli. Aber was für Premier League? Sehr nah dran. Okay, sehr geil. Und das Geile ist, Gakpo und Salah, beide auf Fullcam. Haben irgendwie die so einen Boost, die so einen Chemistry-Boost, diese Eisspieler?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht, ne? Boah, aber der hat geil, der hat angeschnittene Schüsse, der hat Rakete. Also ich glaube, dieser Gakpo wird sehr viel Spaß machen mit Mohamed Salah. Aber okay, damit stehen die ersten Spieler. War schwierig, was zu erraten. Bin froh, dass ich meinen Salah behalten darf und wir gehen zu den nächsten Positionen. Ich habe für dich diesmal drei Angreifer aufgeschrieben. Du hast für mich drei ZMs, beziehungsweise zwei ZMs, ein ZOM. Und ich sag dir ehrlich, ich bin teuer gegangen in deinem Angriff. Das ist ein gutes Stichwort, teuer. Ich gehe aber erstmal mit zwei günstigen und der dritte dann wird etwas teurer. Und zwar habe ich links eine Karte, die ich gezogen habe. Möchte ich heute mal austesten. Richarlison Feuer, rechter Flügel, dann den guten Adama Traoré, kann man aufschreiben. Und im Sturm der etwas teurere, meine erste und letzte Icon, Eusebio, Mr. Eusebio. Nein! Nein, ja! Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Ich war auch so nah irgendwie, so nah und doch so fern. Links dachte ich MAP, wegen deinen ZMs. Dann dachte ich Martinelli. Rechts, nur weil du den eben auch angesprochen hast. Und im Sturm deine erste und letzte Icon, Cruyff. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Eusebio ist ein bisschen mehr undercover als Cruyff, deswegen kann man den schon spielen. Meine Tipps sind leider nicht so undercover, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich ihn treffen werde. Ich halt rein. Nicht so undercover, deswegen glaubst du nicht, dass du jemanden treffen wirst? Ja, ich glaube nämlich, dass du heute so ein kleiner Undercover-Typ bist. Okay, ja, nö, also ja. Ein ZM kann man sehr, sehr doll haben. Das ist Alisson SBC. Aber vielleicht hast du ihn nicht aufgeschrieben, weil die anderen schon auf Full Cam waren. Dachte ich, habe ich dich vielleicht ein bisschen in das falsche Licht geführt. Dann meine erste, beziehungsweise meine zweite, aber letzte Icon, die ich mitnehmen darf. Und ich sag ehrlich, ich hatte eigentlich Pires drin stehen, aber ich habe Bock auf Ronaldinho. Und ich glaube, nee, ich mach's, oder mal, was soll ich machen? Ich nehme Pires, weil Pires stand auch wirklich vorher drin. Und als letzter ZM habe ich Isco als Eis-Version. Nee, voll verschossen. Ich bin so richtig mit diesen Standard-Tipps gegangen, die man immer aufschreibt. Die beiden City-Leute, KDB und Bernardo und in die La Liga mit dem guten Jude Bellingham. Boah, ich sag ehrlich, ich hätte gerne Ronaldinho gespielt, aber ich hätte es nicht fair gefunden, weil Pires halt im Team stand. Ich habe mir ein Polo gemacht natürlich, Pires stand im Team. Dachte ich mir, ja, kann man nicht machen, jetzt nochmal switchen deswegen. Pires, aber der wird seinen Job gut machen. Der erinnert mich ein bisschen an die Toti-Karte von letztem Jahr, nur dass er hier keine 5 Sterne hat, leider. Außenverteidiger, Freunde, meine Tipps. Ja, offensichtlich mal wieder, aber diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Kannst du dir direkt wieder streichen, das gute Gefühl. Alex Telles, rote Version, die Feuerversion von Al Nassr. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, ich glaube, die haben so einen Chemiebus oder so, weil die sind alle full bei mir schon. Also sogar Al Nassr-Spieler, Telles. Gut, ist drin und rechts Günther. Ich habe meine drei Ligen damit auf jeden Fall full. Jetzt sind sogar 4 Ligen und alle sind full. Ja, nee, das ist wirklich sehr unauffällig. Walker und Balde stehen bei mir drauf. Günther ist auch die Eis-Version, by the way. Ah, schade, 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 schade. Ja. Okay, ja, bei mir aber selbes Spiel, sehr unauffällig. Links den guten UCL-Hero, Reese Rice, wie auch immer man ihn nennt. Ja. Und rechts auch in der Premier League mit Feuer Trippier. Ja, macht er gut. Ich sag ehrlich, ich hatte gar keinen Anhaltspunkt. Ich wusste nicht, was ich aufschreiben soll. Deswegen habe ich einfach Theo und Balde aufgeschrieben. Können wir, glaube ich, abhaken beide und mit einem guten oder beziehungsweise mit einem schlechten Gewissen in die Verteidigung gehen. Wir haben bisher beide keinen getroffen, ne? Ja, noch volle Teams. Ist echt schwer, muss ich sagen. Egal, wir gehen mal zum Finale. Wer jetzt was trifft, hat einen dicken, dicken Vorteil. Wir kommen zum großen Finale, Leute, dieses SBBs. Und ich sage ehrlich, ich finde das Trikot immer noch so fresh. Ich finde, das passt auch zu mir. Dieses Blau passt zu meinen Augen. Diese helle Weiß auf meine braunen Arme und so. Muss ich sagen, finde ich geil. Ehrlich, finde ich richtig geil, richtig sexy. Egal, wir kommen zu den letzten Spielern. Ich habe dir nur Special-Karten aufgeschrieben. Also, beziehungsweise, ich habe dir... Ach, egal. Sag erstmal, dann sage ich dir danach. Ja, kannst du eigentlich auch wirklich wieder runternehmen. Also, das ist einer meiner unauffälligsten Teams jemals heute. Ich bin gegangen mit Radioactive. Skriniar, rechts daneben steht Feuer Renat, ja, die hat so eine Feuerkarte bekommen und im Tor, jetzt wird's ganz exotisch, Winter Wildcard Alvero. Ich bin, also ich hatte keinen Clou bei dir, also wirklich gar keinen Plan, deswegen bin ich einfach mit zwei Heroes gegangen, Carvalho und Lucio Carvalho, weil er so eine Chelsea-Legende ist. Ich hab schon Hero. Ja, achso, wen denn? Ramirez? Rice. Links. Ah, nee, stimmt, ah, Mist, hab ich vergessen. Gut, komplett lost wieder. Und Radetzky. Na, nee, nee. Damit hast du nichts getroffen. Aber ich treffe jetzt zum Abschluss nochmal was bei dir. Weiß ich nicht so richtig. Also Tipps sind wieder Skandal eigentlich. Renate Feuerversion habe ich auch mit drin. Oh, nee. Deswegen musste ich gerade lachen, als du die hast. Digga, wie random beide Renate. Aber die hat eine echt gute Karte, ne? Nur Tempo ist ein bisschen schwach. Rechter Innenverteidiger, Chelsea-Legende, gerade angesprochen, Ricardo Carvalho. Richtig geil. Und im Kasten, neue SBC, Hugo Lloris. Du hast mich gebrochen. Du sagst so im Kasten, neu
Und dann kam aber SBC. Ich habe aufgeschrieben, Neuer, Stones und Virgil van Dijk. Ja, Alter, geil. Volle Teams, freue ich mich drauf. Das heißt auch fette Discards ist wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Die Teams sehen geil aus. Feurig, eisig, iconmäßig belastend. Wir gehen rein, möge der Bessere gewinnen und möge Fabio wieder mal das Karten. So, Chelsea Mystery Pack SBB. Und die Teams sehen einfach nur sexy und geil aus. Ich bin so gespannt. Ich habe Bock auf dieses SCB, das freut mich voll. Ja, da ist er. Nein, komm schon, Skriniar, bitte. Ich brauche meinen Keeper jetzt. Und mit der Hacke. Oh, mit der Hacke labert mich der Typ seit 5 Tagen voll, dass er 14 Siege geholt hat. Das ist der Unterschied zwischen Rang 1 und Rang 4 oder was du da geholt hast. Oh ne, hat dein Elfmeter. Oh, schöner Elfmeter, schöner Elfmeter. Nach rechts, Schenk. Spring nach rechts, spring. Denke, wie war das mit dem Tor? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein Elfmeter, das zählt nicht. Normales Tor zählt. Normales Tor. Er geht eh nicht rein, Jenks. Weißt du, das wissen wir beide, dass der nicht reingeht. Guck. Oh. Und weil du so frech bist. Gönn ihn dir, Junge. Gönn ihn dir. Gönn dir den Greedy. Ja, aber Sissoko macht das. Oh, da sehe ich einen Elfer. Da sehe ich einen Elfer in Hamburg. Ja, nur mit unfairen Mitteln kann er hier gewinnen. Jenk, rechts. Rechts, Jenk. Rechts. Rechts. Ich sag doch rechts. Jenki, Ding Dong! Ich kann das alles nicht mehr. 2 Elfmeter. Oh Mann, Alter. Pires hat einen Buckel am Rücken. Oh. Weißt du was? Die Kunst ist es, mit Pires zu spielen oder spielen zu können. Kannst halt nicht mit deinen 14 Siegen, du Knecht. Ich kann das alles nicht mehr fassen. So, Richarlison! 3 zu 3, Jenk, 80. Was ist da los, mein Lieber? Jo. Nur seine Wildcard ist so. Drogba! Drogba! Nein! Oh mein Gott! Wie im Champions League Finale! Drogba! Drogba, Brudi! Das ist er doch! Das ist er! Da steht zwar kein Name drauf, aber denkt euch einfach, da steht Drogba! Drogba! Ich sag ja, am Ende weinst du dann wegen dem Discard. Brudi, das ist ja so ein geiler Zufall, dass Drogba da dieses scheiß Kopfballtor macht. Ich fasse es wirklich nicht, ne? Didier Drogba, 2011-2012 Saison, hat er schon gegen Bayern getroffen mit einem Kopfballtor. Und jetzt trifft er hier für mich in dem SPB. Geil, GG. Okay, Freunde, ich habe umgestellt. Ein Discard. Kann scheppern, Eusebio wären 2 Millionen, Ramirez 1 Million, also einige coole Karten. Auch so SPC-Karten wie Adama Traoré, Skriniar haben wir hier am Start oder die neuen Feuerkarten. Ja, boah, mach mal dein Ding, Bro. Ich fand das richtig geil mit diesem Trikot. Das war mal so ein zufälliges, normales SPB wieder. War richtig geil. Ich würde sagen, ein Discard, wir machen ganz schnelle Welle. Ich möchte dich hier gar nicht lange zappeln lassen. Wir nehmen heute mal den Rechtsverteidiger. Ja, ist jetzt... also es ist kein Eusebio, kein Ramirez, aber es ist eine echt coole SPC-Karte, die ich auch oft gespielt habe. Sorry. Der gute Skriniar. Oh, okay. Milan Skriniar. Oh, ich glaube 250 war der, ne? Ja, so 250 ungefähr wird der Wert gewesen sein. Kannst du das karten? Ja, voll. Kann ich ja eh nicht wiederholen. Werdet ihr ja bei mir im Stream sehen, wenn ich den wieder habe. So geht ja eh nicht, den hau ich weg. Ist weg. Schade. Ja, ist weg. Ach, war ein geiles Spiel. War auch mal wieder ein bisschen spannender gegen dich. Der Mann wird besser. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und gerne mal die Resonanz in die Kommentare für diese Idee, diese Pack, Mystery Pack SBB. Dann kommt das vielleicht öfter. Supporten, Fabius Rematch abchecken und wir sind raus. Peace out. Ciao.